Hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Vorbericht. Ja, es geht gegen die Werkself und passend dazu habe ich natürlich wieder einen Gast eingeladen. Der liebe Tom, sei gegrüßt, mein Lieber. Ja, servus Jan Niklas, vielen Dank für die Einladung schon mal. Ja, heute wollen wir natürlich über den nächsten Gegner sprechen, über deinen Verein. Aber stell dich erstmal bitte kurz vor. Ja, ich bin der Tom, ich bin 19 Jahre alt und ich betreibe jetzt seit mehr als Instagram-Seite Around Bayern 04. So alles rund um Bayern 04. Ich sage wir, weil ich noch einen Kollegen habe, der mir hin und wieder mal hilft. Und so News posten wir und Wunschaufstellungen, Ergebnisse, einfach alles rund um den Verein. Und ja, das macht mir richtig viel Spaß. Und ja, ich bin jetzt auch schon, seit ich denken kann, eigentlich Bayern 04-Fan, habe jetzt seit 3, 4 Jahren auch eine Dauerkarte in der Kurve und ja, soweit zu mir. Ja, schön. Wie bist du denn überhaupt zu deinem Verein gekommen? Also war es dein Vater, der dich da mit ins Stadion genommen hat? Oder wie bist du zu Bayer 04 Leverkusen gekommen? Also meine Familie ist gar nicht so fußballbegeistert, nur mein Opa ist sehr fußballbegeistert, der war aber immer großer Bayern-Fan. Deshalb Okay. weiß ich das eigentlich gar nicht so genau. Ich wohne in der Nähe von Leverkusen, wahrscheinlich dadurch so ein bisschen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mal ein DFB-Pokalspiel im Fernsehen, im ersten oder im ZDF gesehen habe. Und da fand ich Stefan Kießling einfach richtig cool. Ja, und durch Stefan bin ich dann so ein bisschen Bayern 04-Fan geworden. Ja, cool, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, der Bayer 04 Leverkusen ist ja wirklich auch sehr, sehr gut in die Saison gestartet. Was sagst du zum Saisonstart von Leverkusen? Ja, perfekt. Also nach 6 Spielen 5 Siege und ein Unentschieden gegen die Bayern, da kann man, glaube ich, nicht meckern. Schon Leipzig geschlagen, das war schon direkt mal der erste Denkzettel für die Gegner. Und ja, auch die nächsten Gegner waren nicht das Gemüse der Liga. Also ich meine jetzt Darmstadt-Heidenheim, das sind für einen Verein, der in den Top 4 landen will, eigentlich Pflichtsiege. Auch für einen Verein, der jetzt in der oberen Tabellenhälfte landen möchte, sagt man ja eigentlich, dass das Pflichtsiege wären. Trotzdem schwere Spiele gewesen, vor allem in den ersten Halbzeiten jeweils. Und da dann so hoch zu gewinnen und souverän rauszugehen, fand ich schon stark. Und deshalb der Saisonstart mehr als perfekt. Auch zweite Runde DFB-Pokal ganz locker erreicht. In der Europa League läuft es auch gut. Jetzt bald am Donnerstag das zweite Spiel. Also kann man auf jeden Fall nicht meckern, würde ich Ja, sagen. ja. Ja, weil gerade gegen so die kleineren Vereine wie Darmstadt, Heidenheim, da rutscht man ja auch gerne, gerade wenn man da oben eben ist, auch gerne mal aus, ne? Ja, vor allem wenn man Bayer Leverkusen ist, das ist ja gefühlt schon historisch, dass wir immer gegen so einen Verein ausrutschen. Allein beim letzten Darmstadt-Aufstieg 2015 haben wir auch in Leverkusen 1-0 verloren damals. Deshalb Heidenheim haben wir auch schon verloren im DFB-Pokal 2018, 19, glaube ich, war es. Von daher, das kann immer passieren und Ja. vor allem Bayer Leverkusen kann das passieren. Und deshalb denke ich auch, dass wir eine andere Truppe sind als die Jahre davor, einfach weil das noch nicht passiert ist. Ja, der erste FC Köln ist ja eigentlich schon ein etwas größerer Verein als Darmstadt und Heidenheim. Trotzdem sind sie sportlich zurzeit da mit unten drin. Was sagst du allgemein zum Gegner, erster FC Köln? Schwierig auszurechnen. Also ich glaube, Köln hatte vor allem in ein paar Spielen jetzt, ich habe das Spiel gegen Wolfsburg gesehen, das gegen Dortmund, und das waren alles Spiele, wo man locker einen Punkt holen kann. Und dann hat man halt auch mal Pech, wenn einer doof reinfliegt vom Gegner oder hier der Jonas Wind-Doppelpack, der einfach perfekt in Form ist, wo dann so ein Ball auch mal in der Ecke sitzt, der vielleicht nicht, den vielleicht nicht jeder Stürmer reinmacht. Und ja, Stuttgart einfach perfekt in Form, Dortmund vielleicht doch mal qualitativ eine Portion höher. Und deshalb, wie gesagt, schwierig einzuschätzen und Köln hat eine hohe Mentalität und deshalb weiß man auch als Gegner nicht so ganz, was kommt. Also wenn Steffen Baumgart die Mannschaft richtig einstellt, dann glaube ich schon, dass das ein richtig, richtig schweres Spiel werden kann. Ja, kommen wir nochmal zurück wieder zu deinem Verein, zu Bayer 04 Leverkusen. Wir haben ja schon gesprochen, einen sehr, sehr starken Saisonverlauf jetzt gehabt oder zumindest einen Saisonstart. Was macht denn Leverkusen zurzeit so stark? Ja, ich könnte jetzt den Taktikfuchs rausholen und dir ein bisschen was erklären, aber ich glaube, das ist alles so ein bisschen, dann wird es viel zu lang. Kurz angesprochen, wenn wir in Ballbesitz sind, dann werden immer sogenannte Kristalle gebaut, also Rauten,
Also, dass man baut ja im Fußball immer Dreiecke auf, man versucht immer im Dreieck zu spielen. Und Xabi Alonso will das so sehen, dass vor allem im Aufbau und im Mittelfeld Rauten gebildet werden. Das heißt, dass man nicht nur zwei Anspielstationen hat, sondern fast schon drei. Und das klappt bisher unglaublich gut. Wir haben dafür die perfekten Spieler geholt mit Grimaldo, der sehr stark am Ball ist, vielleicht nicht den Vorwärtsdrang hat wie ein Frimpong auf der anderen Seite. Dadurch ergänzt sich das auch ziemlich gut und durch Granit Xhaka, der einfach unglaubliche Pässe spielt, unglaubliche Passquoten aufweist, gegen Gladbach, glaube ich, über 110 Pässe angekommen, also gefühlte 100% Passquote. Das macht die Mannschaft einfach unglaublich stark. Und auch die drei vorne, ich spreche jetzt mal von Würz, Boniface und Hofmann. Boniface kann natürlich noch kälter werden, dann hat er locker schon die 10 Tore geknackt, hat ja schon mehr als 40 Schüsse jetzt in 6 Spielen. Unglaublich. Hofmann in jedem Spiel gescored, das macht ihn auch total stark und sehr, sehr wichtig. Ein sehr intelligenter Spieler, genau wie Florian Wirtz, der vielleicht noch nicht die beste Saison spielt, trotzdem schon, weiß ich nicht, ob 4, 5 Scorer hat er mindestens schon. Obwohl er nicht in einem Leistungstief ist, aber auch nicht immer der überzeugendste Spieler auf dem Feld ist. Und dass wir die Spiele gewinnen, obwohl Wirtz, der ja schon der beste Spieler in unserem Team ist, würde ich sagen, nicht in Topform ist, das ist schon sehr wichtig für die Mannschaft, glaube ich auch. Ja, wird auch, glaube ich, also wenn er noch weiter wächst, auch kann ich mir schon gut vorstellen, dass er auch wirklich die Qualität hat, im Weltfußball eben auch wirklich noch weiter zu wachsen, ne? Definitiv. Ja, kommen wir zu eurem einen Stürmer. Du hast es schon angesprochen, eigentlich euer Bester, zumindest von den Toren her, ist er zurzeit bei euch der Beste. Und zwar Boniface hat jetzt 6 Tore gemacht in der Bundesliga. Was sagst du zu diesem Spieler? Unglaublicher Spieler. Also der hat einen unglaublichen Körper. Allein wenn ich mich an das Duell gegen die Bayern erinnere, da schiebt er einfach mal Upamecano weg, als wäre es ein Kreisligaspieler. Also eine unglaubliche Wucht, die dieser Mann hat. Unglaublichen Abschluss auch an der Kraft gemessen, sage ich mal. Leider hat er noch sehr, sehr viel Streuung in den Abschlüssen. Das zeigt ja auch, ich glaube, wenn man Bundesliga.de anguckt und auf die Anzahl der Schüsse schaut, dann fällt einem direkt Victor Boniface auf mit über 40 und Platz 2 ist, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal Kramaric mit 28 oder 30 oder so. Da ist schon eine große Diskrepanz und Boniface hat selber im Interview gesagt, mit 40 bis 50 Schüssen muss ein Stürmer eigentlich locker 20 Tore schießen. Und ja, so ganz so stark sehe ich es nicht, aber ist natürlich auch übertrieben gesagt. Aber die 8 bis 10 Tore Marke wäre schon drin gewesen. Ich sag mal, gegen Mainz hat er auch nochmal so ein hundertprozentiges Ding. Gegen Darmstadt und Heidenheim ballert er einfach nur drauf los. Allein da hatte er beide Spiele, glaube ich, 7 bis 9 Schüsse. Also unglaublicher Typ und hilft uns auf jeden Fall total. Ist jetzt nicht der Strafraumstürmer wie Patrick Schick, sondern weicht auch oft auf die Flügel aus, aber hat ein unglaubliches Dribbling auch für seine Größe ein unglaubliches Tempo. Und deshalb. Also für, ich glaube, 20 Millionen waren es ein absoluter Schnapper. Ja, definitiv. Also das, was er schon so gezeigt hat, ich meine, ich gucke ja auch mal hier und da öfters mal drauf. Allgemein, da wollte ich nämlich auch gerne noch mit dir drüber sprechen. Allgemein, der Transfersommer war ja auch von Leverkusen wirklich sehr aktiv. Also man hat das auch als Außenstehender gesehen, was da an Spieler vorgestellt wurden. Das war schon sehr, sehr stark mit Granit Xhaka, mit Jonas Hofmann, den man da auch geholt hat. Deswegen einfach mal eine Frage an dich. Wie fandest du den Transfersommer? Warst du absolut zufrieden oder sagst du, naja, da und da hätte man vielleicht doch noch was holen können? Sag gern mal deine Meinung dazu. Ja, absolute 10 von 10, die Transfers, die Rolfes gemacht hat. Jetzt auch die Verlängerung mit Palacios und Frimpong heute. Ist ja heute auch das Frimpong-Trikot an. Kann man jetzt nicht sehen, ich stehe jetzt nicht auf. Und ich glaube, der Kader wächst auf jeden Fall super zusammen und der Kader ist super zusammengestellt. Das Einzige, was man noch hätte verbessern können, ist, also wir haben jetzt ja 5 nominelle Innenverteidiger und Stanisic so als halb Rechtsverteidiger, halb Innenverteidiger. Hinkapié ist auch das gleiche für die linke Seite so ein bisschen. Den sehe ich aber eher als linken Innenverteidiger in der Dreierkette. Von daher hätte ich noch einen zweiten Linksverteidiger wahrscheinlich geholt. Da war Chambers von Liverpool aus der, ich glaube, U23 oder U21 lange im Gespräch. Und warum der jetzt am Ende nicht gekommen ist, weiß ich leider nicht. Aber es ist auf jeden Fall keiner mehr gekommen und dadurch haben wir mit Grimaldo nur einen Linksverteidiger. Das ist ein bisschen störend für die Rotation. Ich meine jetzt so Gegner wie Hecken, Molde und Quarabag, die musst du auch mit der B11 schlagen und das sind so Spiele, wo du gerade rotieren kannst als Bayern 04 Leverkusen.
Und dass man das auf der Linksverteidigerposition nicht kann, das finde ich schon ein bisschen störend. Also Hinkapié wird seine Sache da nicht schlecht machen, aber der ist bei weitem nicht auf einer Qualität, die ein Grimaldo hat. Und da hätte ich es besser gefunden, wenn man da noch so einen Perspektivspieler holt, wie eben diesen Chambers für die Linksverteidigerposition, der einfach jung noch ist und sich vielleicht hinter Grimaldo ganz gut entwickeln kann für die nächsten Jahre. Ja, uns Kölner würde natürlich auch interessieren, gerade jetzt, wo du auch die linke Außenbahn oder die linke Verteidigungsposition nochmal angesprochen hattest, wo könnte man euch denn gefährlich werden? Also wo könnte der FC vielleicht seine Chancen sehen gegen Bayer 04 Leverkusen, weil ja der Kader ja schon deutlich besser aufgestellt ist als der erste FC Köln. Aber wo könnte vielleicht der FC wirklich gefährlich werden? Ich glaube, wenn kleine Unkonzentriertheiten dazu kommen. Also im Kollektiv verteidigt unsere Mannschaft das super. Wir haben auch, ich glaube, 6 oder 7 Gegentore erst. Davon waren 4 oder 5 Standards. Und damit komme ich direkt auf den Punkt, den ich nennen wollte. Standards. Also Eckenfreistöße, da ist Bayern 04 bis jetzt noch nicht so im Verteidigungsmodus gewesen. Wir haben auch schon einige Tore jetzt nach Standards erzielt, aber defensiv ist das noch nicht das Gelbe vom Ei. Von daher, wenn Florian Kainz beispielsweise da mal einen guten Standard auf Hübers zum Beispiel oder auf Selke heben kann, dann wird das schon gefährlich. Okay. Ja, der FC ist ja auch weiterhin auch, sage ich mal, die Mannschaft, die am meisten ja auch flankt. Also da könnte wirklich dann ja für den ersten FC Köln die Möglichkeit bestehen, wenn man natürlich dann auch eine vernünftige Flanke in den 16er bringt, wo dann eben ein Davy Selke dann sein könnte. Ja, was erwartest du denn für ein Spiel? Also glaubst du, es wird eher ein defensives Spiel von den Kölnern und die Leverkusener werden natürlich auch direkt zu Hause dann offensiv spielen? Oder ja, was erwartest du? Ich denke schon, dass der FC sich erstmal ein bisschen hinten reinstellen wird, abwarten wird, was Bayern 04 anbieten kann. Natürlich verhindern, dass ein frühes Gegentor fällt. Das wäre, glaube ich, das Worst-Case-Szenario für Köln. Ja, Bayern wird das Spiel machen. Ich denke mal, ich rechne schon mit 60 plus Ballbesitz, wenn ich ehrlich bin. Weil es einfach in den letzten Spielen immer so war, weil Xavi das sehen will, dass lange Ballbesitzphasen vorherrschen. Ja, und deshalb denke ich, Köln stellt sich erstmal hin rein, lässt den Gegner kommen, lauert auf Konter, geht ja auch mit Linden Meiners, glaube ich, wieder 100% fit. Ne? Der war am Anfang der Saison auch noch ein bisschen raus. Ist auch ein sehr schneller Spieler und deshalb denke ich, dass Köln da sehr in die Umschaltbewegung gehen wird, vielleicht dadurch eine Chance hat und ja, auch durch die Konter dann, wenn man Foul dann kommt, wie gesagt, schon wie angesprochen, durch die Standards dann kommen kann. Ja, so ein Spiel erwarte ich einfach. Leverkusen greift an, Köln lauert ein bisschen auf Konter, versucht sich aufs Verteidigen zu spezialisieren. Steffen Baumgart schätzt, glaube ich, Bayern 04 auch sehr, sehr gut ein, hat er ja auch in dieser einen Pressekonferenz gesagt. Von daher, glaube ich, kann er es sehr gut einschätzen und weiß noch viel besser als wir, was da für ein Spiel kommen wird. Ja, also ich glaube auch, dass also umso länger die Null steht beim FC und auch allgemein, umso mehr spielt das dem FC, glaube ich, auch in die Karten. Aber es wird, glaube ich, echt ein extrem schweres Spiel für uns Kölner, denn wie gesagt, Leverkusen ist meiner Meinung nach auch zurzeit, obwohl, wie gesagt, da muss man jetzt die Rivalität auch einfach mal wegnehmen. Am Ende muss man einfach sagen, dass Leverkusen meiner Meinung nach zurzeit die stärkste Mannschaft in der Bundesliga ist. Das sieht man ja auch zurzeit in der Tabelle. Ihr steht zurzeit auf Platz 1, natürlich für euch ein wunderschöner Anblick. Jetzt ist natürlich auch noch relativ früh in der Saison. Trotzdem, glaubst du, Leverkusen kann das auch auf die Saison über, also komplett auch durchziehen und glaubst du, ihr seid ein Meisterschaftskandidat? Ja, das ist immer eine schwierige Frage. Also wir haben in Leverkusen gesagt, zumindest Bayern 04 Twitter sagt das so, das M-Wort Meisterschaft nehmen wir nicht in den Mund vor Spieltag Nummer 34. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so, weil ja, also vom Vorstand werden ja jetzt schon so Ziele ausgerufen, von wegen mit der Mannschaft muss man einen Titel holen und weiteres, also zumindest den Pokal oder so. Und ich glaube, dass so ein bisschen auch, wenn nicht jetzt, wann dann? Also wir haben einen super Kader zusammen, die Spieler ergänzen sich total. Wenn sich kein großer Leistungsträger verletzt, dann könnten wir praktisch mit der gleichen Startelf jedes Spiel starten und es wäre eins der Top 3, Top 4 Teams der Liga. Von daher, also Champions League Platz auf jeden Fall und alles, was darüber ist, ist ein schöner Bonus, glaube ich. Und ja, das ist immer schwer zu sagen, ob das bis zum Ende der Saison hält. Weil es bei Bayern 04 eigentlich nie so ist. Also man hat immer so eine kleine Schwächephase drin, meistens so kurz vorm Winter, kurz nach der Winterpause, irgendwie sowas. Entweder guter Start oder gutes Ende bei Bayern 04. Deshalb meistens guter Schlussspurt.
Ja, deshalb mal abwarten, aber die Mentalitätsspieler sind auf jeden Fall dieses Jahr mehr da als in den Jahren davor. Wenn man jetzt mal die Benders damals wegzählt, hatten wir damals schon große Probleme immer mit Mentalität, vor allem auch in den letzten vergangenen Jahren. Und da ist mit Granit Xhaka schon ein unglaublicher Spieler dafür gekommen. Ja, kleine Frage noch am Ende, sage ich mal, nach den oder jetzt vor den Tipps noch. Viele sagen ja, also die Kölner sagen ja immer, es ist eher ein Nachbarschaftsduell. Ich glaube, bei Leverkusen ist es eher ein Derby. Wie ist es bei dir? Was sagst du, Derby oder Nachbarschaftsduell? Derby, okay. Ganz kurz und schmerzlos. Ja, jetzt fehlen natürlich nur noch die Tipps. Was glaubst du, wie wird die Werkself gegen den 1. FC Köln spielen zu Hause? Ich sage 3:1 für Bayern 3 zu 04. 1. Ja, ich muss ehrlich sagen, mein Tipp kommt natürlich jetzt auch direkt hinterher. Und ich glaube, ich bin hier das erste Mal, dass ich gegen den FC tatsächlich tippe, weil ich weiß beim besten Willen nicht mit dieser Mannschaft, die Leverkusen einfach hat. Und gerade jetzt, wenn man die letzten Spiele gesehen hat von Leverkusen und jetzt auch vom 1. FC Köln, weiß ich leider Stand jetzt, heute haben wir Dienstag um 17:09 Uhr, weiß ich leider nicht, wie wir gegen Leverkusen bestehen wollen oder gewinnen wollen oder überhaupt einen Punkt holen wollen, weil das ist einfach extrem schwer wird. Trotzdem hoffe ich, also wie gesagt, Glauben ist jetzt wieder was anderes, aber ich hoffe jetzt einfach mal, sag 1:1, Glauben tue ich allerdings ein 2:0 für Leverkusen. Na? Ja, finde ich Ja. sehr reflektiert übrigens, Ja. weil man hat ja immer so ein bisschen die Vereinsbrille auf und ich glaube, alle Köln-Fans, die jetzt in den Kommentaren bald schreiben, werden dir das nicht übel nehmen, wenn du da sagst, dass es realistisch ist, dass Ja. wir das Spiel gewinnen. Ja. Aber wie gesagt, wir können ja direkt mal die Zuschauer auch direkt mal mit ins Boot nehmen. Schreibt gerne auch unter diesem Video hier eure Tipps mal rein. Was glaubt ihr, werden wir gegen Leverkusen was holen oder eben nicht? Wie gesagt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja, vielen Dank, lieber Tom, dass du dir die Zeit genommen hast, hier dabei zu sein. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ja, auf jeden Fall. Lass dem Jan Niklas ein Like und ein Abo da. Der freut sich über jeden, der neu dazukommt und unterstützt ihn lieben. Genau, sehr gut. Siehst du, jetzt hast du schon mein Schlusswort genommen. Sehr gut. Also wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wie gesagt, wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen möchtet, gerne auch ein Abo da lassen. Schaut auch gerne beim lieben Tom bei Instagram vorbei. Wie gesagt, der Name ist auch hier direkt unter ihm ja, geschrieben. Also gerne auch da mal vorbeischauen. Wie gesagt, er macht wirklich auch guten Content da für alle Leverkusen-Fans. Gerne mal da abchecken. Da seid ihr auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Ja, wie gesagt, wir verabschieden uns damit und wie gesagt, sehen uns dann am Sonntag, wenn es dann gegen Leverkusen geht oder ebenfalls gegen Köln. Ja, wie gesagt, wenn euch wie gesagt das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wie gesagt, wenn ihr nichts verpassen möchtet, gerne ein Abo da lassen. Bis dahin, macht's gut, euer Niklas und der liebe Tom. Ciao.